Welcome back, Freunde der Sonne. Willkommen zurück. Und ich habe einen Regenschirm in der Hand. Ich dachte gerade, ich habe ein Schwert in der Hand. Ja. Finde Mander. Guck mal, wir sehen schon eine Person. Ding, ding. Schönes Wetter, Regen. Zum Glück nicht wirklich in Berlin. Hier ist. Ja, okay. Sonne scheint auch nicht wirklich. Aber immerhin kein Regen. Und hallo. Hallo, Amanda. Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Nein. Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Es gibt keine Entschuldigung. Mir fehlte es an Effizienz. Konntest du etwas herausfinden? Tagebuch. Ich fand sein Tagebuch. Aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Was noch? Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA9. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Es scheint schwierig für ihn zu sein, wenn ein Connor zerstört und dann ersetzt wird. Ich weiß, Menschen kommen schlecht mit Verlust zurecht. Es wird sicher Probleme mit ihm geben, wenn das nochmal passiert. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Dann gehen wir jetzt mal zu Lieutenant Anderson. Also Männer ist sehr darauf fixiert, dass wir Abweichler fangen. Alles andere ist ihr egal, ob wir eine Beziehung aufbauen oder sonst was anscheinend. Hirsch? Ah, okay, wir sind Kanner. Oh! Lieutenant Leutnants, alles klar. Lieutenant Andersons Haus. Scott. Das Licht an, ja? Ich sehe nichts. Ach so. Okay, er hat einen Bewegungsmelder. Ja, da darf ich wahrscheinlich gleich klopfen und dann. Ein Baum! Ein Baubau! Baubau wedelt mit Schwanz. Ja, ich nehme mal eine Vordertür. Lieutenant Anderson! Jemand zu Hause? Wie lange klingt es denn jetzt? Unser Hund scheint da zu sein. Hey, hier war doch was.
Oh oh. Lieutenant Anderson! Aufbrechen! Ruhig, Sumo. Ich bin dein Freund. Ja? Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Hat er zu viel getroffen? Hank, holen Sie nach Hank. Hey! Spuren von Alkohol. Schottischer Whisky, 40% Alkoholgehalt. Leichte Arrhythmie, keine Anzeichen eines Traumas. Oh oh. Magnum-Kaliber, eine Kugel übrig. Black Lamb, schottischer Whisky, 40% Alkoholgehalt. Alkoholvergiftung vermutet. Aufwachen, Lieutenant! Ich bin es, Connor! Ich werde Sie zu Ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss Sie warnen. Los, das wird nicht angenehm. Verpiss Sie aus meinem Haus! Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche Sie. Quatsch, Alter. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, ihr Face von hier. Hey, ja, ja, hey. Schuhe, Fassi. Guter Hund. Fassi. Weil ich auch weiß, wo das Badezimmer ist. Verdammt, ich glaube, ich muss kotzen. Henk ist echt eine Nummer für sich, Alter. Doch, ich geh nirgendwo hin. Was soll das? Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Plumps. Was tust du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Okay. Vielleicht geben Sie den Fall ab. Jemand anders wird zugewiesen und ich kann meine Mission fortsetzen. Deine verdammte Mission. Alles andere ist dir egal, hä? Hören Sie, Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Ah. Na, also ja, okay, klar, aber kann man hier noch... Was erkundigen? Nö, anscheinend nicht. Was möchten Sie anziehen? Egal. Ich hab nicht mal gelesen, außer Hippie. Ich dachte, wir können das uns angucken. Er ist uns zum Hippie machen. Alles in Ordnung, Lieutenant?
Ja. Wundervoll. Nur gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Oh, Alter. Oh, ich kann was lesen. Zeit für die Reißleine. Division. Okay. Ja. Anrüche Liebe. Ja, okay, tschüss. Wahrscheinlich muss ich dann wieder klopfen. Das heißt, erstmal gucken. Okay, also er lebt genau das weiter vor. Oder aus, was. Halt, ich kann das schauen. Sein Sohn. Verstorben, Anderson Cole. Geboren 29, gestorben 35. Hank hat seinen Sohn verloren. Was kann ich jetzt hier noch gucken? Was wollten Sie mit der Waffe? Russisches Roulette. Ich wollte sehen, wie lange es gut geht. Ich muss vorher zusammengeklappt sein. Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte Sie getötet. Oh oh. Mach bitte nicht Hank. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Oh, sie sagt. Und hey, Basketball wird gespielt, kein Eishockey, so wie bei dem Vater von Alice. Okay, wir haben erste freigeschalten. Hallo? Ach, das hat er immer. Im Zellengarten, ja, Männer anschließend bei Hank eintreffen. Finden, klingeln, erneut klingeln, Autoüberprüfung, Schlafzimmer, Fenster überprüfen, vorderes Wohnzimmer überprüfen, hinteres Wohnzimmer an der Tür klopfen, Hank entdecken und einbrechen. Okay, da wären wir so oder so hinkommen, hätten wir aber das nicht machen müssen. Wenn wir jetzt. Hä? Also eins hätten wir definitiv auch machen müssen, ja. Hand entdecken und einbrechen. Haus betreten. Hanks Hund greift an. What? Der hat doch nicht angegriffen. Okay. Hanks Hund beruhigen. Das wäre auch schief gegangen. Hanks Hund töten? Hank analysieren. Hank ins Badezimmer bringen. Distanziert. Haltung. Okay. Hippie Shirt nehmen. Streifige Shirt nehmen. Gestreiftes Shirt nehmen. Okay, Hippie ist am coolsten. Naja, zwei Sachen haben wir nicht gemacht, weil Hank dann leider rauskam und zum Eden-Club aufgebrochen. Ja, dann spielen wir einfach mal weiter. Und Jericho wahrscheinlich, Marcus. Marcus ist doch nicht Jericho. Aber Container. Wenn ich mich recht erinnere, hat Marcus da was gesagt gehabt, dass bei den Containern das ist. Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir nach. Okay, ich folge. Ich wette, wir werden am Ende entdeckt. Willst du mich verarschen, dass du jetzt wieder zurückrennst? Ey, ja, da ich keine Ahnung, wo sie hin muss. Ja, wie melde ich die Drohne?
Sie dürfen uns nicht sehen. Okay, ich check's nicht. Vorsicht! Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Okay, das ist sehr faszinierend, dass ich teilweise manchmal gar nichts drücken kann. Ich habe Cyberlife gefunden. Ja, man kann echt nichts machen. Boah, Alter. Musst du mir so eine Angst machen, Markus? Markus, komm hier rauf. Wenn jetzt eine Drohne kommt, dann sind wir am Arsch. Mal runterspringen, wäre auch lustig. Aber das muss man doch hören, wenn so unterschiedliche Plumpsgeräusche kommen. Die nicht normal sind. Also nicht so ein Wuff, sondern ein Ding. Aber ist echt cool gemacht. Das Lager ist davon. Wir sind fast da. Cyberlife-Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das. Okay, dann geht's mal los, oder? Oh, los, geh kaputt, geh kaputt. Bist du okay? Ja, ja, alles klar. Gut gemacht, Markus. Ja, noch, Öffnet die anderen Kisten und packt alles ein. Nehmt so viel. Okay, also was? Ich muss mal durch, Digga. Nehmen. Kann ich nur eins nehmen? Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Turn! Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? John? Ich brauche deine Hilfe. John? Bist du ja? Was zur Hölle machst du da? Ich habe die Plattform überprüft. Es ist alles in Ordnung. Gut. Oh, Alter. Zurück zur Kontrollstation mit Klatschmasse. Lass die Drohne warten und schreib einen Bericht. Verstanden.
Alter! Steck den Rest ein oder nichts wie weg! Alter, dass das so gut ging. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass er uns vielleicht doch noch verrät. Alter Falter. War so ein bisschen Panik da. War so ein bisschen Luft angehalten. Ach, jetzt muss man so klettern, willst du mich verarschen? Nee, da. Da lang, hallo? So, auch nochmal aufgemacht. Und so richtig schön laut. Oh, es geht. AP-700. Warum seid ihr nicht Fifi? Was? Wolltet ihr nicht frei sein? Ihr könntet mitkommen. Wir sind der Auserwählte. Wir können Leute erschaffen. Abweichler erschaffen. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Nehmt mich mit. Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen. Sie kommen mit uns. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autobahnen. Sie laufen auf Autobahnen, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Station. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll. Wir haben, was wir wollten. Also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile. Genügend für uns alle. Ach, aber du bist auf einmal negativ, dass ich ihn mitnehmen will. Blöde Kuh, Alter. Es ist zu riskant. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Ach, jetzt geht's wieder hoch. Alter, du bist so eine blöde Kuh. Also, mal ehrlich, sie regt sich auf. So, ja, mit dem Nein, wir können dir nicht trauen. Er hat uns gerade geholfen. Es geht runter. Und jetzt so, ja, wenn du den Laster klappst, dann gehe ich jetzt wieder hoch. Ich weiß nicht, wie sehr ich mich beeilen muss. Verdammte Hunde. Warum bellen sie schon wieder? Vielleicht das Wetter. Sie mögen keinen Sturm. Ja. Hä? Wo ist denn der Schlüssel? Ich wollte dieses Wochenende mit den Kindern kennen. So viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Panikreaktion. Ohne was zu sagen.
er verteidigt dich mal. Sehr gut. Oh. Man kann nur einen angreifen. Ah, doch, war richtig. Oh, den Kampf gewinnen wir jetzt easy. Mit Caravas. Oh Gott, oh, ich dachte schon. Mit Caravas extrem schwer. Ah, beide ausgenockt. Easy. Ja, easy, wa? Hast du ihn? Cool. Ein Stein. Rein hier. Schlüssel drin. In die gute Stube. Oh, ich muss nur R2 drücken. Boah. Ist er nur bewusstlos, oder eigentlich? Oder sind sie tot? Das würde mich jetzt eigentlich mal interessieren noch. Eine Wagenladung! Wir haben die ganze Ladung geklaut! Wir haben Biokomponenten für alle! Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Sie bewundern mich jetzt. Nice. Ach, na. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Warum haben die eigentlich noch alle ihre Chips, aber ich nicht? Also ja, ich weiß, dass ich meine rausgenommen habe, aber wieso haben sie eigentlich sich durch mich rausgenommen? Was? 59 habe ich gerade richtig gesehen. Oh, Alter, gibt es viele Wege. Jerichos Held. Ja, wui. Wir gehen zum Anfang. Ah, 57 war noch. Also Suche nach Teilen, nach Stock klettern, Noch Folgen. Wir wären auch einen anderen Weg gegangen, vielleicht. Drohne ausschalten, Markus und verletzt. Ich würde gerne wissen, wie man den anderen freischaltet. Ist eine Auswahl. Wir hätten den anderen Weg gar nicht gehen können. Oder hätten wir noch einen Weg finden können. Ja, erreichen. Okay, Security Android taucht auf. Achso, ja, da hätten wir die anderen drei Optionen noch nehmen können. Bei den beiden. Wer einmal John wird zum Abweichler und etwas, was wir nicht freigeschalten haben. Oh, 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 oh. Ja, dann wäre hier hinten was. Oh, es wäre dann so wahrscheinlich sofort vorbei gewesen. Hier hinten wahrscheinlich vielleicht nicht schaffen.
Das wäre ganz interessant jetzt zu wissen. Egal, freilassen wieder die anderen Optionen noch. Ja, keine Ahnung, was da oben ist. Suche fortsetzen, Androidenkiste finden, Androiden befreien hätten wir auch zurücklassen können. John möchte dabei sein, annehmen. Aber dann wären wir auch da unten gelandet. Aber dann hätten wir den Kontrollraum nicht erreicht, hätten das alles hier nicht und wären dann hier halt hier unten gelandet mit vielleicht schaffen, nicht schaffen, ohne. Wir teilen nur. Raum betreten, Schlüssel finden, Wache bedrohen, hätten wir wahrscheinlich Wache außer Gefecht setzen. Hätten es auch wahrscheinlich verkacken können, wäre dann da oben. Mit Laster entkommen. Markus hat einen Laster voller Teile gestohlen. Jo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne.